Eine der meistgestellten Fragen auf meinem Kanal ist, wie ich es schaffe, immer motiviert zu sein. Und ohne Witz, aber ich kriege jeden Tag so viele Nachrichten auf Instagram, wie ich es schaffe, mich jeden Tag so viel zu motivieren, um zu lernen und zu arbeiten. Und nein, ich bin auch nicht immer motiviert, aber ich lerne sehr gerne eigentlich. Und wie es dazu kam und wie ich mich jeden Tag motiviere, zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß dabei! Ich glaube, wir kennen das alle, dass wir ziemlich gerne auf Social Media sind, da uns diese kleinen Benachrichtigungen, wenn jemand unser Bild geliked hat oder kommentiert hat, so einen Dopaminausstoß geben und uns gleich erfüllen und glücklich machen. Wir fühlen uns irgendwie geliebt und bestätigt und vielleicht hilft es dir auch, dieses Gefühl auf das Lernen zu übertragen. Das heißt, wie würde dich das jetzige Lernen auf lange Zeit glücklich machen? Wie würde es dich in deinem Leben weiterbringen? Überlege dir, welcher Mensch du später sein willst. Du kannst darüber auch irgendwie meditieren oder das aufschreiben und Tagebuch schreiben darüber. Es gibt so eine Methode, die heißt Scripting, und beim Scripting geht es darum, dass du aus der Perspektive deines späteren Ichs schreibst und sozusagen Tagebuch schreibst, aber nicht aus der jetzigen Perspektive, sondern aus deinem Future-Me. Und so kannst du dir einfach schon mal die Ziele deiner nächsten Jahre oder deines Lebens, in den Kopf rufen. Und das motiviert dich dann eventuell auch, beziehungsweise mich motiviert das immer extrem, wenn ich halt daran denke, dass mich das Ganze, was ich jetzt mache, später weiterbringen wird und später glücklich machen wird. Und der zweite Punkt grenzt auch daran an den ersten Punkt, und vergiss am zweiten Punkt auch um deine Ziele. Bevor du dich also an den Schreibtisch setzt und anfängst zu arbeiten, überleg dir dein Warum. Warum muss ich das machen, aber viel eher auch, warum möchte ich das machen? Ich denke mir zum Beispiel oft, dass ich ja eigentlich nicht für die Schule lerne, sondern für mich lerne und fürs Leben lerne. Und selbst wenn es Themen gibt, die mich wahrscheinlich nicht im Leben weiterbringen, was es definitiv auch gibt in der Schule, da ich natürlich manche Sachen auch nicht unbedingt wieder in meinem zukünftigen Leben brauchen werde, aber trotzdem denke ich mir, dass ich das hier für einen guten Abschluss brauche und für eine gute Note brauche, um später einen guten Abschluss zu machen. Und mir hilft da vor allem auch ein Vision Board anzufertigen. Ich habe schon unzählige Vision Boards gemacht und ich update die auch immer wieder, und ich gucke mir diese sehr gerne an, und vor allem auch, wenn ich Motivation brauche. Und falls mich jemand fragt, was mich motiviert, sage ich immer spontan meine Ziele und auch meine bereits erreichten Ziele, und das sind einfach Sachen, die mich so unglaublich motivieren. Und mein Vision Board, was hier neben hängt, motiviert mich, und Ziele und bereits erreichte Ziele. Und wo wir gerade auch schon beim Thema bereits erreichte Ziele sind, kommen wir auch schon zu Punkt 3. Beim Punkt 3 geht es darum, deine Erfolge aufzuschreiben und so eine Art Habit-Tracker zu machen. Mein Habit-Tracker sieht zum Beispiel so aus, dass ich da verschiedene Kategorien habe, wie Koreanisch lernen, Sport machen, Tagebuch schreiben und lesen. Aber du kannst ja einen Habit-Tracker machen mit Sachen wie Vokabeln lernen oder für Mathe lernen oder meine Schulsachen durchgehen. Und dann kannst du auch jeden Tag deine Gewohnheiten abhaken, die du an dem Tag vollbracht hast. Und durch diese erreichten Ziele motivierst du dich dann auch immer weiterzumachen. Vor allem, wenn du weißt, wie gut sich das angefühlt hat, dass du das jetzt abgehakt hast, dass du das gemacht hast. Und wenn du dann am Ende der Woche zurückschaust auf die Woche und überlegst, was habe ich gut gemacht, was kann ich noch verbessern und wie hat mich das Ganze fühlen lassen, das würde dich auf jeden Fall motivieren. Hoffe ich. Ja, stellen wir uns das mal vor, wir sind zu Hause und wir wissen, wir müssen lernen, beziehungsweise wir müssen Hausaufgaben machen, wir müssen das machen, wir müssen das machen. Wie fangen wir eigentlich an? Was ich immer sehr gerne mache, ist, alle meine To-Dos aufzuschreiben, um schon mal so eine Struktur in meinem Kopf zu haben. Ich liebe es einfach, so eine Übersicht zu haben, da dann diese ganzen Aufgaben für mich persönlich meistens gar nicht mehr so viel aussehen. Denn wenn ich diese ganzen Sachen nur in meinem Kopf habe, dann wirkt es so viel, auch wenn es meistens nur 3, 4 Sachen sind, denke ich irgendwie, dass es so lang dauert und ich so viel machen muss. Aber wenn ich alles aufschreibe und mir auch noch eventuell die Zeiten dazu schreibe, wie lange ich denke, dass ich dafür brauche, hilft mir das sehr, nicht ganz so schockiert zu sein und nicht ganz so viel Angst zu haben vor diesen ganzen Aufgaben. Und diese Hürde ist auch nicht mehr so groß, wenn ich genau weiß, was ich machen muss und wie lange das brauchen wird. Ja. Was auch ziemlich wichtig ist, ist das richtige Lernmaterial. Ich sehe nämlich immer auf diesen ganzen Studygram-Kanälen und YouTube-Kanälen von Leuten, die nur über das Thema Lernen, Schule und schöne Notizen reden, dass diese Leute immer hunderte von Highlightern haben, hunderte von Stiften. Und ich dachte irgendwie so, ja, wenn ich das habe, dann werde ich mich vielleicht auch gut fühlen. Dann werde ich vielleicht auch motiviert sein, mehr zu lernen und mehr zu machen. Aber ich habe diese Sachen nie gekauft, also keine Sorge, ich besitze nicht so viele Dinge. Und ich habe einfach überlegt, was passt für mich eigentlich am besten? Also wie motiviere ich mich am besten und was sind meine perfekten Lernmaterialien? Denn ich denke, für einige würde es auf jeden Fall funktionieren, wenn sie viele Highlights haben und jede Sache andersfarbig highlighten. Oder wenn du 5 verschiedene Kugelschreiber hast oder so.
Also falls du das möchtest, ist das natürlich super und falls dich motiviert und weiterbringt in deinem Lernflow und Arbeitsflow, ist es natürlich auch gut. Aber ich persönlich mag es lieber, das Ganze minimalistisch zu halten und vielleicht nur zwei Highlighter zu haben, also zwei Textmarker zu haben und irgendwie einen festen Stift, mit dem ich sonst alles andere schreibe. Ich finde, das ist ähnlich wie seinen eigenen Lerntypen rauszuführen. Es gibt ja verschiedene Lerntypen wie visuelle Lerner, auditive Lerner, mathematische, logische Lerner, ich weiß gerade nicht genau, wie man das Ganze bezeichnet. Also wir alle lernen ja auch verschieden. Ich mag zum Beispiel auch sehr gerne visuell zu lernen, aber auch durch Texte zu lernen. Und die Lernmaterialien und Schreibmaterialien, die mir helfen, müssen nicht automatisch dir helfen. Und die Sachen, die dir helfen, werden wahrscheinlich auch nicht automatisch mir helfen. Und deswegen ist es ziemlich wichtig herauszufinden, wie kannst du am besten lernen, was brauchst du dafür, welche Umgebung hilft dir, welche Materialien helfen dir und so weiter. Und wie gesagt, falls es dich motiviert, wenn du 5 verschiedene Highlighter hast, dann ist es voll okay. Und das freut mich sehr für dich. Den Punkt Nummer 6 erwähne ich ziemlich oft auf meinem Kanal, fällt mir gerade auf, denn es geht mal wieder um das Thema Musik. Es gibt einfach so Songs, die ich mir anhöre und dann fühle ich mich, jetzt könnte ich einfach alles auf der Welt erreichen, da die so motivierend und uplifting sind, dass ich einfach das Gefühl habe, ich kann alles schaffen. Und ich mag ja super gerne so motivierende Musik zu hören, aber es gibt ja auch so motivational speeches, also so motivierende Reden und die gibt es sogar auch auf Spotify, soweit ich weiß. Und falls dich das motiviert, kannst du das auch sehr gerne anhören, also es gibt wirklich ganz tolle Reden, die dann noch mit schöner, motivierender Musik unterlegt sind. Ich würde euch auch mal empfehlen, die Musik vielleicht nicht genau beim Lernen oder beim Arbeiten zu hören, denn bei mir ist es oft so, wenn ich Musik beim Lernen höre, dann möchte ich nicht arbeiten, möchte mich auf die Musik konzentriere und dann so Energie habe und tanzen will und aufspringen will und dann mich nicht hinsetzen möchte und lernen möchte. Aber auf jeden Fall gibt es für mich sehr viel Sinn, davor Musik zu hören, um in eine gute Stimmung zu kommen und um mich schon zu freuen. Ich finde den 7. Punkt extrem wichtig, nicht nur bezogen auf Lernen und Motivation und Arbeiten und Motivation, sondern generell im Leben. Denn der 7. Punkt ist, sei mit Leuten, die dich motivieren, beziehungsweise sei mit Leuten, die selbst motiviert sind. Und man sagt dir immer so, du bist die Summe der Personen, die dir am nächsten stehen. Und wenn ich so überlege, welche Personen mir am nächsten stehen, so meine 3, 4 engsten Freunde oder engsten Personen, bin ich ziemlich glücklich, da diese Menschen sehr, sehr tolle Menschen sind. Und ich hoffe für dich auch sehr, dass diese 4 Menschen, 4, 5, 6 Menschen, die dir am nächsten stehen, auch tolle, motivierende, ja, tolle Personen sind einfach. Und ich glaube, wenn du mit Personen bist, die auch motiviert sind, wirst du auch eher motiviert sein. Und wenn du mit Leuten bist, die eher pessimistisch sind und immer das Negative in allen Dingen sehen und ja, sich irgendwie immer beschweren und immer jammern, dann wirst du automatisch auch irgendwie in diese Blase mit reingezogen. Und deswegen versuche ich auch oft mit Leuten zu sein, die ebenfalls motiviert sind oder die motiviert sein wollen und nicht die immer nur ins Negative sehen. Außerdem gibt es auch im Internet ganz viele Leute, die motiviert sind und die dich auch motivieren wollen, beispielsweise mich. Ich habe sehr viele Videos zu diesem Thema Lernen, Schule, produktiv sein, organisiert sein. Also guck dir gerne auf meinem Kanal vorbei, denn ich habe da echt viele Videos. Ich habe auch schon 2 Study With Me Videos, da habe ich einfach 2 Stunden lang gelernt und habe euch da irgendwie mitgenommen. Und das kannst du dir sehr gerne angucken, damit wir zusammen lernen. Und der Punkt 8 schließt auch darauf schon an. Schließt an? Knüpft an? Ja. Und der 8. Punkt knüpft auch an den 7. Punkt mit an. Denn da geht es so ein bisschen um Inspiration auf Social Media und vor allem auch auf Pinterest und auf Studygram. Wenn ich zum Beispiel nur im Bett rumliege und am Handy bin, aber weiß, ich muss jetzt irgendwas arbeiten, dann gehe ich sehr gerne auf Pinterest und google irgendwie so Study Motivation oder Studygram oder keine Ahnung, schöne Notizen oder Lernen oder irgendwie sowas. Und dann kommen da immer super viele coole Sachen und so viele schöne Notizen. Also ich persönlich mache nicht so schöne Notizen, aber die schönen Notizen motivieren mich irgendwie total. Und ich habe auch Lust dann zu lernen und auch so Sachen zu machen. Und deswegen motiviert mich das immer sehr doll. Falls dir dieses Video gefallen hat, könnten dir diese Videos hier auch noch gefallen. Abonniere doch sehr gerne meinen Kanal, um keine weiteren Videos über die Themen Motivation, Lernen, Organisation und Produktivität zu verpassen. Ich freue mich sehr, dass du heute da warst und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Danke, tschüss!